heiße Stefan Seidel, komme aus dem südlichen Raum von Baden-Württemberg, in der Nähe von Ravensburg. Ich habe heute die Baustelle beim Auer in Ravensburg begonnen, beziehungsweise da muss man einen größeren Haufen Aushub abfahren und wegbaggern. Und da haben wir die Firma Hugo Müller von Hasenweiler, haben einen Sunny 24 oder 22 Tonnen Bagger zum Probieren da. Fahren tue ich seit längerer Zeit einen Liebherr in der gleichen Gewichtsklasse. Und ich habe zuerst gedacht, heute Morgen, Sunny, ein Outlandischen, der kann ja an den Liebherr nichts dran schmecken. Aber jetzt habe ich schon ein paar Stunden mit ihm gebaggert, beziehungsweise schon einige Kubik abgefahren und aufgetragen. Und ich bin positiv erstaunt und überrascht über diesen Sunny-Bagger. Die Kabine die bietet einiges an Platz. Die Verarbeitung ist, wie man sehen kann, wunderbar. Der Motor, das ist ein Cummins Diesel, der hat eine extreme Laufruhe. Sprich, es sind ganz, ganz wenige Vibrationen, also ganz normal wie beim Bagger halt auch, aber halt alles extrem leise. Die ganzen Zugangsklappen wie Ölkühler, ganz normale Wasserkühler, die sind alle vom Boden erreichbar, ohne jegliche Aufstiegshilfe. Man hat viel Platz zum die austauschen oder wechseln. Ist einfach durchdacht. Vom Fahrkomfort oder vom Fahren her, der Bagger, der lässt sich seitenweich steuern. Man kann tatsächlich Zentimeter für Zentimeter Aushub oder Humus oder Kies abtragen. Und das in einer Genauigkeit, das hätte ich heute Morgen noch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin echt überrascht und erstaunt von dem Bagger. Und ich hoffe, dass das nicht die letzten Stunden waren, wo ich den Sunny Bagger haben darf oder backern darf. Am besten gefällt mir die Standfestigkeit. Also ich habe jetzt eine relativ große Schaufel dran und ich kann jetzt über die Ketten drüber backern oder halt schwenken und der Bagger, der kippt nicht. Also der bleibt richtig gut stehen.